Natürlich stehen wir in dieser schwierigen Situation an der Seite von Griechenland. Das ist für mich völlig außer Frage, denn wir dürfen uns nicht erpressen lassen von Präsident Erdogan. Und insbesondere dürfen wir das nicht machen, was er gerne möchte, nämlich, dass wir das Geld aus dem Deal direkt in die türkische Staatskasse überweisen. Vielleicht müssen wir uns nicht auch fragen, ob wir dieses Geld besser direkt in Syrien investieren, da, wo es wirklich gebraucht wird. Denn, meine Damen und Herren, die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft und in Syrien können wir zeigen, dass wir diese Werte auch anwenden, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es auch richtig, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mehr Personal von Frontex und von EASO nach Griechenland schicken. Die können dann übrigens, wenn sie dort im Einsatz sind, dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte auch an allen Seiten der europäischen Grenze angewandt werden und von allen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen. Klar ist auch aus meiner Sicht, dass die Situation in den Flüchtlingslagern in Griechenland für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht akzeptabel ist. Und deswegen, und das muss sich dringend ändern. Und ich hoffe, dass sich möglichst viele Mitgliedstaaten daran beteiligen, insbesondere die Schwächsten der Schwachen, die Kinder, dort rauszuholen. Vielen Dank.